Mein Freund hat mir in dem Moment, wo er mir das erzählt hat, so leid getan. LOL? LOL? Hier ist einfach... Was? Leute, ist es schlimm eigentlich? Ist es schlimm, wenn die eine andere Gattung haben jeweils? Können die sich trotzdem paaren oder ist die andere Gattung eigentlich schlimm? Das Ding ist, ihr seht, die Folge, wo ich mit den Villagern anfange, gerade mal heute, habt ihr die gesehen? Und da habe ich halt noch keine Tipps von euch lesen können. Nicht, dass es wirklich schlimm ist und ich jetzt hier die ganze Zeit warte auf Kinder, die gar nicht gemacht werden können. Was kann ich denn in der Zwischenzeit Sinnvolles machen, währenddessen die hier Kinder bekommen? Ich glaube, ich kann gar nichts machen. Ich habe letztens mit einem Kumpel gequatscht, ich habe das auch getweetet. Übrigens, falls ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, gerne mal Follower da lassen. Ich habe das letztens auch getweetet. Mein Kumpel hat mir erzählt, dass er sich am Wochenende mit einem weiblichen Geschlecht getroffen hat. Die waren bei Meckes. Auf jeden Fall hat er mir dann so erzählt, yo, dass sie halt bei Meckes waren und er trifft sich mit ihr. Und sie kommt dahin, weißt du, und ihr trefft euch ja nicht umsonst bei Meckes, ihr wollt ja was essen. Also ich denke, das ist verständlich, dass ihr was essen wollt. Und nein, Leute, ich bin kein Fettsack, tatsächlich. Also ich bin nicht fett, also falls man das überhaupt aufs Essen schieben kann. Aber wenn ihr euch bei Meckes trifft, dann gehe ich davon aus, dass man dahin geht und denkt, yo, ich will was essen. Dann müsst ihr euch vorstellen, hat er sich mit dem Girl getroffen und der hatte mega Hunger, ne? Weil ist ja klar, er dachte, yo, wir gehen da was essen. Und dann kommt er dahin und fragt so das Girl, ja, was willst du essen? Und sie so, nichts. Und er so, ja, brauchst jetzt nicht so bescheiden sein. Du kannst hier ruhig irgendwas bestellen oder so. Und ja, sie wollte einfach nichts. Und am Ende hat sie, wenn ich es richtig gehört habe, nur einen Salat gegessen. Und das habe ich auch getweetet, Alter. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, auch an die Girls da draußen. Girls, wenn ihr irgendwie mit einem Jungen essen geht, esst was. Es macht euch nie irgendwie unsympathischer oder so, wenn ihr nichts esst. Das macht euch nur, also das macht euch unsympathischer, wenn ihr nichts esst. Wenn ihr sagt, ihr habt keinen Hunger und ihr euch zum Essen getroffen habt, dann ist das für den Typen so weird einfach, das ist so komisch. Also macht das wirklich nicht. Und ich muss mal ganz kurz, Alter, Leute, meine Kopfhörer haben einen Kabelbruch. Gerade zackt der Kabelbruch wieder und ich höre die ganze Zeit hin und her den Sound von Minecraft. Ich bin gleich wieder da, ich muss das mal ganz kurz fixen. Falls ihr euch denkt, ein Kabelbruch, aber wie soll man das denn fixen? Ich habe das Kabel mit Klebeband fixiert an meinem PC, weil ich kein Geld habe, um mir neue Kopfhörer zu kaufen. Und dann saß ich da eine halbe Stunde an meinem PC unten und habe das mit Klebeband fixiert, sodass das Kabel, naja, sodass es sich halt nicht bewegt und der Kabelbruch nicht zum Vorschein kommt, wenn man das genau will. Und mein Freund hat mir in dem Moment, wo er mir das erzählt hat, so leid getan. Ihr müsst euch vorstellen, ihr trifft euch so mit einem Girl, ihr habt so vielleicht ein paar Erwartungen oder so, dass sie vielleicht wenigstens korrekt ist und ist hier und dann trefft ihr euch und sie kommt einfach mit der Voreinstellung zu Meckes, wo sie sagt, yo, ich will nichts essen, ich habe keinen Hunger, außer einen Salat. Und da musst du an der Stelle wirklich los. Und dann, vor allem ist es ja auch einfach unangenehm, wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach so, du isst dann was und sie sitzt neben dir oder vor dir oder gegenüber von dir und hat einfach nichts. Und du denkst die ganze Zeit, ja, cool, schön, dass ich in meinen Burger beiß und du neben mir sitzt und halt nichts hast. Eine ganz weirde Situation, glaube ich. Warum seid ihr nicht produktiv? Irgendwas muss doch bei denen abgehen, warum die sich denken, yo, ich will keine Liebe machen, oder nicht? Ich fahre jetzt kurz nochmal los nach Hause. Und nein. Oh nein, Leute. Nein. Jungs, der Kabelbruch ist schon wieder weg. Sobald ich wieder Geld habe, weil das Ding ist, ich mache einfach einen Führerschein und den muss ich erstmal bezahlen, bevor ich wieder irgendwas anderes machen kann. Sobald ich wieder Geld habe, Alter, muss ich mir erstmal voll das neue Headset kaufen. So eine Scheiße. So, okay, dann können wir aber gleich schon mal den Villager hier abtransportieren. Dann fährt der schon mal nach Hause und ich schnapp mir auch mal einen Minecart und mach mich auf den Weg. Weil dann kann ich von zu Hause im Prinzip gleich Knochen für Knochenmehl holen vielleicht, dass sie ein bisschen mehr Fressen da bekommen. Zur Not kann ich auch Karotten vielleicht holen, obwohl wir haben, glaube ich, gar keine Karotten, sonst hätte ich denen das zugeworfen oder so. Aber egal, ich hole einfach ein bisschen Bohnenmehl, ein bisschen Knochenmehl, vielleicht handle ich auch zu Hause nochmal mit den Villagern schnell. Alter, der hat einfach wirklich Behutsamkeit für 8. Das ist so ein verdammt geiler Trade. So, Leute, ich habe jetzt hier wieder ein paar Stack Papier, Zuckerrohr und ein paar Stack an Knochenmehl geholt, beziehungsweise ein paar Stack, 2 Stacks, weil ich aber nicht mehr Knochen besitze, Leute. Und damit machen wir uns jetzt direkt wieder auf den Weg zu unseren Villagern. Denn letzten Endes will ich ja wirklich da mal weiterkommen. Alter, warum ich da nicht weiterkomme mit den Villagern, das ist immer wieder fragsam. Ah, früh genug ausgeschieden. Was war das? Er ist erwachsen. Ich kann ihn abtransportieren. Du kommst mit. Ha! Ha, so. Jetzt habe ich dich. Ab mit dir. Und hallo. Hallo? Na, alles fit? So, dann können wir den hier auch gleich abtransportieren. So, einmal zack. Und da ist er weg. Und dann haben wir nämlich direkt zu Hause auch ein
Villager wieder zum Rumexperimentieren. Oh, ich bin da so hyped drauf, endlich mal zu gucken, wie wir das schaffen, dass die Villager halt das Vendingbuch bekommen. Das wird so geil. Ich glaube halt wirklich, die haben einfach zu wenig Essen und deswegen machen die keine Kinder. Und dann bekommen die hoffentlich jetzt auch gleich den Reiz der Liebe, wenn die gegessen haben. Wisst ihr, wie ich meine? Mit ganz viel Glück haben wir es dann so weit, dass die halt das Weidefarm hier einmal Liebe machen. Wollt ihr auch? Nee, ich glaube, die hier haben auf jeden Fall genug Essen. Was wir rein theoretisch irgendwann auch mal machen können, ist, hier einfach ein Feld zu bauen mit Karotten, weil ich denen dann immer zuwerfe, dass sie halt produktiver sind. Die Frage ist, gibt es hier irgendwo relativ wenigstens... Da unten steht ein Baum. Okay, der Baum muss unsere Rettung sein. Weil ich habe echt keinen Bock, jetzt lang zu laufen. Und mit Federfall sollten wir das zur Not easy überleben. Aber ich mache eh... Also, dass der MLG gekonnt war. Das war eh klar, oder nicht? Oh, da ist eine Höhle. Wollen wir mal in die Höhle gehen? Und mal gucken, was da so abgeht. Mal gucken, ob die groß ist oder eher so einfach nur so eine Höhle. Creeper. Creeper ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Puh, er ist weg. Ah, tot. Das sieht ja sehr... Tja, hier ist ja überhaupt nichts. Das ist ja gefühlt nicht meine Höhle, das ist einfach nur ein random gespawntes komisches Ding. So, aber komm, hier muss bitte irgendwo ein Setzling jetzt liegen. Da muss ein Setzling droppen. Ja, ein Setzling reicht mir schon. Wäre natürlich gnädig, wäre hier jetzt noch mehr, aber ich denke mal, bei unserem Glück droppt hier nicht ein Setzling. Also wirklich, ja, hier droppt halt wirklich nicht noch ein Setzling. So, Leute, okay, von hier aus müssen wir jetzt 4 Blöcke in die Richtung können. 4 Blöcke in die Richtung. Dann 4 Blöcke nach hier. Nein, meine Ho ist kaputt gegangen. Und nein, oh mein Gott, nicht, dass unsere Wasserquelle hier einfriert. Dürfte hoffentlich nicht passieren. Falls doch, wäre das schon ziemlich doof. Falls nicht, reicht es nicht auf, wenn wir einfach mal kurz so machen. So. Und dann hier einmal Fackeln rumsetzen. Wisst ihr das? Ja, keine Ahnung, ob die Fackeln reichen. Mann, Jungs, ich will doch nur ein paar Kinder. Kommt schon. Bitte macht doch... Ja, guck, die... Oh. Das sieht spannend aus. Die werfen sich was hin und her. Kommt, Jungs. Oh, die Harmonie stimmt da, glaube ich, in der Ehe einfach nicht. Aber hier, er penetriert ihn richtig. Vielleicht, komm jetzt. Jetzt, ich sehe gleich die Herzen, oder? Er hat richtig Lust. Seht ihr das, wie sie sich angucken, wie sie sich denken, boah, du bist so eine geile Schnelle. Und er so, oh, nice. Mm. Und, sorry. Weiß nicht, was jetzt gerade passiert ist, hier, um ehrlich zu sein. Unangenehm. Was? Leute, wir haben 3 Kinder. 2 neue. Oh mein Gott. Was ist hier denn passiert? Alter, Evolutionsstufe erhöht oder was? 3 neue Kinder. Abfahrt. Leute, ihr müsst alle erwachsen werden, okay? Guckt mich bitte alle 3 an. Ey, du, guckst du mich an? Sag mal. Ey, ihr, hört auf, guckt mich an. Ihr müsst alle erwachsen werden, okay? Ja, sag mal. Ihr werdet meine neuen Arbeiter, okay? Ihr werdet das Beste, was mir jemals passiert ist. Er rennt schon weg, alles klar. Ihr müsst noch mehr Liebe machen. Das reicht noch nicht. 3 sind schon ein Anfang, aber so ein paar mehr, wisst ihr, wie ich meine? So nur ein paar. Das Ding ist hier, unser Feld hat einfach nichts. Also wirklich, unser Feld ist einfach richtig leer. Aber ich kann es halt nicht ändern, außer das wächst hier mal schneller. Die machen Liebe. Ja, Kind. Kind, kommt. Ja, Kind. Kind. Los, rinn in die Suppe. Ey, ja, genau. Ja. So, okay, Kind ist neu. Und hier auch. Oh mein Gott, ihr seid so produktiv. Ja, komm, geh da rein. Du musst da rein. Ja. Easy. So, ist hier noch irgendwo ein Kind, was ich noch nicht eingefangen habe? So, hallo, liebe Wille. Wie viele Kinder haben wir jetzt? Alter, yo, 2, 4, 5. Und hier steht alle... Warum steht ihr alle aus... Könnt ihr euch mal hier wegbewegen vielleicht? Hallo? Nicht, dass sie noch sterben an Massenschaden oder so. So, wo wäre der sinnvollste Wasserblock hier? Ich glaube, hier wäre wirklich der sinnvollste Wasserblock, den wir als nächstes setzen können. Und warum schwebt das hier eigentlich? Ich glaube, das... Ah, das habe ich gerade dazu gebaut, deswegen. Ja, das lassen wir einfach so. Das ist erstmal provisorisch, Leute. Irgendwann kommen wir hier auch mit unserer City an, vom Bauwerk her. Und dann wird das hier alles richtig heftig. Ich habe jetzt keinen Glowstone. LOL? LOL? Hier ist einfach... LOL? Hier ist einfach... Was? Hier ist einfach so ein... Der ist einfach in dem Ding drin gespawnt. Was geht denn bei dir ab, Junge? Warum? Was willst du denn hier? Jo, chill mal. Chill mal. Beruhig dich. Calm down. Ey, alles entspannt. Ey, kein Stress. Mann, ey, beruhig dich. Brudi, du machst all meine Felder kaputt. Ey, chill doch mal. Alter Junge, wenn du jetzt nicht gleich chillst, ich sag dich, töte dich. Chill, du. Hallo? Okay, jetzt ist vorbei. Ich treff den. Ha! Mann, Junge. Er brennt. Zack.
Und jetzt müsst. Jetzt, es tut mir leid. Okay, Alter, Leute, die waren jetzt echt. Das war jetzt kurz stressig, du. Als ob der vor allem. Wie hoch ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass der genau hier drin spawnt? Also wirklich jetzt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der genau hier drin spawnt? Lol. So, ist hier mal einer erwachsen geworden jetzt? Ja, einer ist erwachsen. Und du wirst direkt abtransportiert, Brudi. So, hier, damit ihr noch mit dem. Ihr könnt gerne mit dem quatschen, kleine Jungs. Talk ruhig noch ein bisschen mit dem. Ich transportiere den dann später ab. Leute, ich würde sagen, ich hoffe, die Folge ist nicht allzu kurz geworden. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Ich denke mal, wir werden morgen um 17 Uhr trotzdem noch hier ein bisschen chillen, bis wir die kleinen Villager dort unten ein bisschen erwachsen geworden sind. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis morgen und ciao.